Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich bei Glenmorangie, Speyside, Single Malt Scotch Whiskey, Elgin Curiosity, Madeira Cask Project, distilliert am 26.05.2006. Fully matured in Madeira Cask, Small Batch, UK Exclusive. Man fragt sich, warum diese Flasche jetzt hier auf meinen Tisch hier drauf landet, wenn es aus dem UK kommt, weil ich halt eben dort in Großbritannien eingekauft habe. So, diese Flasche hier ist eigentlich die erste Abfüllung, die Dr. Kirsty McCullum jetzt hier rausgebracht hatte, nachdem sie gewechselt ist. Sie hat einige Jahre vorher bei Distill gearbeitet. Sie war zuständig für Boonhaben, für Diensten und auch hier für Tobermory. Und dann wechselt sie die jetzt hier zu Glenmorangie und arbeitet dort. Sie ging durch die wunderbare Warehouse Number 1. Dort, wenn man eine Tour macht, geht man da durch. Das ist direkt gegenüber von der Distillerie. Und dort hat sie diese Fässer gefunden. Und sie hat gesagt, bam, boom, boom, das muss abgefüllt werden und so fort. Der Vorgänger, das ist der Graham Cool, hat dann damals vor gut 14 Jahren diese Fässer dann da hingelegt. Hat einfach mal schöne, tolle 6 Stück hat er gehabt. 6 Madeira-Fässer. Ein Madeira-Fass ist normalerweise 500 Liter groß. Und auch sogar mit einigen Angel Share mehr. Ich zweifle massiv daran, dass alle abgefüllt wurden. Ich glaube, 3 höchstens wurden abgefüllt. Denn das ist einfach ein UK Exclusive mit 1.468 Flaschen. Das ist einfach mal, das sind 300 Flaschen pro Madeira-Fass bei 46,3%. Also ich glaube, die Hälfte wurde abgefüllt. Jahresdatum drauf, 13 Jahre alt, super schön. Whiskey Base Nummer 159481. Ich habe praktisch 70 Euro dafür bezahlt. Das ist der dritte in dieser Curiosity, also Neugier-Reihe jetzt hier. Nummer 1 war Sidra, also ich habe nichts Gutes davon gehört. Der zweite in der Reihe, den habe ich auch gekauft hier bei dieser Aktion. Und das wird mein Vergleichswhisky so sein. Das ist dann hier der Rum Agricole und der hat auch 46,3%, ist praktisch 10 Euro günstiger. Und das wurde noch unter Grahams Aufsicht jetzt hier abgefüllt. Er hat die Fässer ausgewählt, er hat alles gemacht und das war sein Baby hier, verglichen mit hier, wo einfach das mal vor 14 Jahren ein Fass reingetan hatte und danach einfach liegen ließ. Und Kirsty hat sozusagen das jetzt hier, Kirsty hat das einfach entdeckt. Ein Superfan von mir hat tatsächlich diese Flasche hier sich gewünscht. Also sieht besser aus, wenn ich die Flasche habe, nicht wahr? Sorry. Und ich habe echt ein bisschen überlegt, ob ich das dann mache oder nicht. Ein bisschen hin und her gelegt, bis ich einen Livestream gesehen habe bei Roy, Mr. Aquavite himself. Und Roy hat einfach das probiert und fand den lecker. Und das war für mich einfach der Beschluss, okay, dann kaufe ich doch. Und ging ich hin, The Whiskey Exchange, habe einfach meine Sachen eingegeben, habe diese beiden Flaschen hier gekauft und auch 2 Bourbons, die ich hier auch in Deutschland noch nie zuvor gesehen habe. Und dann habe ich einfach das hier rüber geschickt und tada, ist es denn da. Trotz Corona, trotz allem jetzt hier. So, lass uns daran einfach mal ein bisschen riechen jetzt hier. Oh, was? Hier sind die Official Tasting Notes hier. Ich habe Toffee, genau. Das erste, was ich hatte, war Toffee. Ein kleines bisschen so entweder Feigen oder Dattel. Und dann irgendwas Blumiges, Fruchtiges, Leichtes dann da. Schön. Cheers. Oh, einmal mal rum vergleichen. Oh, der Rum ist süßer. Süßer. Kein Wunder. Also, Kirsty McCullum, das ist eine Hammerfrau, ja. Also, sie hat Chemie studiert, hat einen Doktortitel gekriegt, hat sich hochgearbeitet und ihr Ziel ist immer wieder, kennen wir vom Boonhaben, ja. Kennen wir vom Diensten, was sie dann da auf den Markt mitgeschmissen hat. Für die Leute, die Tobermory gerne mögen oder Legic. Also, das war ihre, die ist da eine Blenderin. Sie ist ein Whisky Maker, wie das so manchmal gesagt wird. Ich kein Master Distiller. Sie tut die Fässern und macht sie einfach mal zusammen und buff, kriegt es einfach eine tolle Abfüllung.
Und die Distillerie lohnt sich dann da zu besuchen. Wenn man reingeht, glaube ich, habe ich das Gefühl gehabt, ich wäre praktisch in Amerika. Alles war diese dunkle Blauton überall und alles war ein bisschen plüsch und so weiter mit Teppich und bla bla bla. Nicht natürlich, das war dann nur ein Besucherzentrum. Man hat ein bisschen Gefühl, maritim. Man hat ein bisschen Gefühl jetzt hier, ein bisschen möchte gerne Amerika so sein. Riecht nett. Tschüss. Viskosität, Süße, süffig, also Likör, Sirup, Toffee. Oh, wow, echt gut. Was steht hier alles? Okay, habe ich, okay. Süß und Sirup, sirupig, genau. Coffee Depths, also ich habe keinen Kaffee. Mit Schokolade, Toffee, Feigen, danach Süße, Birnen und auch weiche Früchten. Oh, wow, das ist gut. Boah, ist das gut. Davon war ich habe das einen 3 plus gegeben. Ich habe gesagt, das ist kein 2 minus. Aber das hier, also, wow. Das Problem war hier, das war ein junger Whisky, der ein 2 Jahre lange Reifung in Rumfässern bekommen hatte. Ich tue mir das noch nicht mal an. Ich bleibe hier erstmal. Wasser bei 46,3% ist nicht nötig. Ich sage einfach, der Nase gibt nicht das her, was tatsächlich im Mund nachher explodiert. Nase ist zwar nett, aber könnte alles Mögliche sein. Und dann kommt das rein und da ist dieses Explosion von meiner sirupartige, likörmäßige Fruchtigkeit, der einfach schön ist. Und es gibt so viele verschiedene Arten von Madeira. Wie Sherry, ist das ein PX, ist das ein Oloroso, ist das eine, keine Ahnung, ein Creme, ein Amontillado, was auch immer. Oh, das ist ein 2 plus jetzt schon, Leute. Also Wahnsinn. Das ist, wo man fast überlegt, ob man nicht noch eine Flasche kauft. Denn wenn die weg sind, die 1468, sind sie weg. Und ich glaube, Roy hat ein bisschen dazu beigetragen, dass ein paar hundert weg sind. Ja, okay. Ich genieße ein kleines bisschen, dann tue ich einfach mal auf 25% runter. Nicht, weil dieser Whisky schlecht ist, sondern ich habe einfach diese Vermutung, dass wenn ich es verdünne, kriege ich ein kleines bisschen mehr das dabei heraus. Ach, wir verdünnen jetzt schon auf 35% und dann verdünne ich nachher auf 20. Ja, Nase lässt ahnen, aber nicht wirklich. Gibt sein Geheimnis hier nicht ganz preis. Wow. Immer noch gut. Und jetzt hier auf. Ja, wahrscheinlich eher 20% jetzt hier. Okay, ein bisschen Wasser. Okay, probieren wir mal bei diesen 20% herum. Eine Clementine ohne Schale. Eine richtig reife. Mit ein kleines bisschen von einer
Es gibt vom Hohe See dieses milde Säften, also wie ein Ananas, der eine milde Ananassaft ist dazu. Mit ein ganz leichtes bisschen hier von Guave. Ja. Schön. Schön, 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 schön. Also es ist nicht oft, dass ich von so einem Whisky so begeistert bin. Ist nicht oft, dass ich von irgendeinem Whisky so begeistert bin. Das ist echt cool. 2 plus hat er, es wird ein 1 minus. Das ist die Frage hier. Was mich davon ein bisschen abhält, ist diese Nase. Der lügt. Der hat eine Maske auf und sagt, ich bin ziemlich okay. Er sagt nicht, ich bin großartig, ich bin toll. Er sagt, ich bin okay. Schau nicht hin zweimal. Also weitergehen bitte. Und dann. Wo ich den verdünnt hatte, war der fast besser als jetzt. Denn jetzt kommt tatsächlich ein kleines bisschen Holz, ein kleines bisschen Fass, der alles nicht unbedingt schlecht macht, aber nicht unterstützt, sondern ablenkt. Ich glaube, ich habe noch nie ein 1 minus minus 2 plus plus gegeben, mein Leben, aber das ist er. Wow. Oh, nice, 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 nice. 70 € Leute. Also, ich glaube, Mick ist das. Also in meine Superfangruppe hat geschrieben, Leute, das ist einer der besten Whiskys, die ich jemals im Glas hatte. Der war okay, aber der Madeira ist einfach göttlich. Er konnte sich hineinsetzen und ich stimme ihm einfach zu. Das ist einfach mal eine richtig krasse, tolle Abfüllung. Richtig, richtig tolle, tolle Sache. Wow, Preis-Leistung. Was gibt man ein, wenn es ein 1-Minus ist? Die meisten 1-Minus, die ich habe hier auf meinem Tisch, sind 120 € Flaschen. Und das ist um die Hälfte fast, 40% davon. Das ist nur 70 €. 3 plus. Ich gebe meinem Whisky ein 3 plus. 13 Jahre alt, Vollreifung Madeira Fass, destilliert am 26.05.2006. Da ist sogar auch jemand, den ich in meiner Gruppe habe, der sagt, das ist mein Hochzeitstag, ich will die Flasche haben. kein Problem, in England. Toll. Also warum ist es ein UK Exclusive? Natürlich, weil sie halt eben nicht genug Flaschen haben, um ganze Märkte zu bedienen. Wenn da wirklich nur 6 Flaschen waren und wenn die zweite Charge vielleicht rauskommt mit 15 Jahren oder 14 Jahren oder was auch immer Kirsti denn da entscheidet, ist einfach so, dass sie nur eine kleine Markt bedienen kann. Die hätten Taiwan nehmen können, die hätten von mir aus auch noch Belgien nehmen können. Also 1.468 Flaschen ist arg wenig davon, ja. Um da hier die Welt zu erobern oder Travel Retail möglich zu machen oder sonst was. Also von daher haben sie gesagt, warum nicht einfach nur für UK? Finde ich doof, weil ich nicht in UK bin. Finde ich gut, dass ich in UK noch einkaufen kann ohne Problem. Und es wird einfach 3 Tage später landet es hier auf meiner Türschwelle, dieser Paket und die Flaschen sind drin. Das ist schon Wahnsinn toll. Ja, also richtig, richtig schöne Sache. Also ich bedanke mich dafür. Kirsti, hast du gut gemacht. Also Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners mit einem 1 minus minus 2 plus plus und ein 3 plus für Preis-Leistung. Ich mache diese Flasche sehr und ich freue mich, dass ich ein Video auf Englisch gleich drehen darf. Vielen Dank. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen. Dort findet ihr nicht. Dort könnte auch teilweise werden meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Dort kam er gar nicht an. Also wenn er wirklich, wirklich bei die solche Sachen ein bisschen Vorsprung haben wollte, muss er halt super Fan werden. Entweder ein Membership draufdrucken oder dann da bei Patreon. Beide Links sind auch dann hier drin. Da könnt ihr dann einfach werden und dann habt ihr eine Stunde Vorsprung auf alle anderen.
und konnte auch diese Flaschen wie das hier einfach bekommen. Denn die beiden Flaschen landete gar nicht in meine große Gruppe, sondern waren unter den Superfans schon alle aufgeteilt. Wahnsinn. Hätte ich nie gedacht vor. Die Gruppe habe ich erst vor einem Monat eingerichtet. Ihr seid cool. Okay, jeden Tag 17:30 Uhr Videos hier und jeden Sonntagabend 21 Uhr Livestream. Freitags immer wieder mal was, muss ich ganz ehrlich sagen, oder Samstag. Und wir sehen uns denn da morgen. Bis dahin, ciao.